sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie uns hier heute Abend besuchen und etwas über moderne Narkoseverfahren kennenlernen möchten. Ganz am Anfang vielleicht eine Umfrage, die Ergebnisse einer Umfrage, die schon mehrere Jahre zurückliegt. Das Wissen der Menschen über die Narkose ist eigentlich nicht ganz richtig ausgeprägt. Also das wurde durchgeführt 1996. Man hat gefragt, was sind Anästhesisten? 93% der Befragten waren der Meinung, Anästhesisten sind Ärzte. Und 90% immerhin waren der Meinung, dass eben der Anästhesist für diese berühmte Spritze zuständig ist. Die Spritze, die ihn eben in den Tiefschlaf versetzt. Und dort fängt dann oft auch schon die Unsicherheit der Patienten an, weil sie dann oft im Gespräch vor der Operation fragen, ob wohl diese Spritze, die man dann verabreicht, lange genug wirkt. Das heißt, es herrscht vielfach die Meinung, man gibt hier eine 1-, 2- oder 3-Stunden-Spritze, je nachdem, wie lange die Operation dauert. Dann allerdings das Wissen schon etwas schlechter, weil nur noch 70% der Meinung sind, dass der Anästhesist während der Operation im Operationssaal zugegen ist. Da kann ich Sie beruhigen, wir sind also die ganze Zeit zugegen und passen natürlich auf Sie auf. Und nur 55% haben eine klare Vorstellung darüber, was der Anästhesist mit dem Erwachen tut. Nur 55% sind der Meinung, dass wir dort noch etwas zu tun haben. Und die meisten oder 60% meinen, dass wir nur im Operationssaal arbeiten. Heute ist es allerdings so, dass die Fachärzte für Anästhesie und Intensivmedizin, wie der Name schon sagt, eben auch auf der Intensivstation arbeiten. Bevor wir einsteigen in die moderne Anästhesie, ist es, glaube ich, ganz interessant, zurückzuschauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Am Anfang, wenn man die Bibel zitieren kann, war auf jeden Fall kein Schmerz, weil Gott eben, der Herr ließ Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Also zunächst hat er, wenn man das so sagen darf, eine Narkose gemacht, um dann die Rippe von Adam zu entnehmen und aus dieser die Eva zu formen. Also am Anfang, Gott gewollt, war der Schmerz nicht erwünscht. Dann allerdings mit der Vertreibung oder nach der Vertreibung aus dem Paradies ist das dann anders geworden. Darauf komme ich später zurück. Auf jeden Fall bis ins 19. Jahrhundert, also vor etwas mehr als 150 Jahren, gab es eigentlich keine Narkose im heutigen Sinn und ein Kranker konnte nur hoffen, dass er vor einer Operation möglichst rasch eine gnädige Ohnmacht fällt. Was man da angewendet hat zur Schmerzstillung war eben Alkohol, Opiumtropfen, dann diesen animalischen Magnetismus, wo man versucht hat, die Menschen in einen tranceähnlichen Zustand zu bringen. Dann eben auch Aderlässe mit dem Ziel, dem Patienten so viel Blut zu nehmen, dass er eben in Ohnmacht fällt und die Operation nicht mitbekommt. Und auch Kälteanwendungen. Also hier ist zum Beispiel dargestellt eine Amputation im Mittelalter. Das waren also ganz schreckliche Dinge für die Patienten. Die erste Anwendung von Äther ist etwa vor mehr als 160 Jahren passiert. Und zwar hat es nicht dieser Herr Morton, war ein Zahnarzt, der hat den Äther nicht erfunden. Den Äther gab es schon viel länger. Aber zu dieser Zeit hat man eben entdeckt, dass der Äther schmerzstillende Eigenschaften hat. Und der Zahnarzt hat das eben in seiner Praxis angewendet zum Zähneziehen, hat also im Prinzip ein mit Äther getränktes Taschentuch dem Patienten gereicht. Die haben diesen Ätherdampf inhaliert, waren dann kurz benommen und diese kurze Zeit hat er ausgenutzt, um eine schmerzlose Zahnextraktion durchzuführen. Das war eben im September 1846 und dazu gab es dann eben noch einen Zeitungsbericht. Und auf diesen Zeitungsbericht ist der Chefchirurg dieses Krankenhauses in Boston, also in Neuengland, im Nordosten von den USA, aufmerksam geworden. Zu dieser Zeit, also in diesem großen Krankenhaus, wurden nur 1 bis 2 Operationen pro Tag durchgeführt. Heute werden in diesem Krankenhaus 30.000 bis 40.000 Operationen durchgeführt. Das heißt, es hat eine Größe etwa von der Klinik Innsbruck. Aber es war einfach üblich, nur die notwendigsten Operationen durchzuführen, weil man einfach keine Anästhesie hatte. Wenn Sie dieses alte Gebäude, den Eingangsbereich anschauen, da sehen Sie ganz oben eine Kuppel. Ich zoome das jetzt heraus. Diese Kuppel, das war der Operationssaal, der einzige Operationssaal in diesem Krankenhaus. Den hat man dann nachher als Ätherdom umbenannt. Der Operationssaal wurde ganz oben in den Krankenhäusern eben angebracht, damit eben das Sonnenlicht hereinkommt. Man hatte natürlich nicht so gute Beleuchtungskörper, wie das heute ist. Und der Chefchirurg dieses Hauses, der war zugleich der Vorstand der Chirurgen von den ganzen Vereinigten Staaten, da ist auf diesen Zeitungsartikel aufmerksam geworden
und hat dann diesen Zahnarzt konsultiert und hat ihm gesagt, morgen kannst du dieses Verfahren bei einem Patienten aussuchen. Wenn man sich das vorstellt, das wäre heute undenkbar, ein Chirurg sucht einen Patienten aus und erlaubt einem anderen, bei diesem Patienten das erste Mal, jetzt in dem Fall ein neues Medikament, eine neue Methode anzuwenden. Der Herr Morten war im Übrigen natürlich ein sehr ehrgeiziger Mensch, hatte aber bis zum Zeitpunkt, bis zum Tag vor der Operation eben das nur mit dem Taschentuch gemacht und hat dann noch in aller Eile am Tag davor etwas gebastelt, was etwas professioneller ausschaut und hat dann am nächsten Tag um 10.30 Uhr Vormittag in diesem Hörsaal dann eben diese berühmte Demonstration gemacht, als ein Patient mit einem Tumor am Hals wurde eben dieser Äther verabreicht. Sie sehen rechts diesen Glaskolben. In diesem Glaskolben war dann eben ein Wattebausch mit Äther getränkt und der Patient hat über diese Seitenarme das ein- und ausgeatmet, war dann benommen. Der Chirurg hat innerhalb von 10 Minuten sehr, sehr rasch eben diese Operation durchgeführt. Und das ist eben auch etwas Besonderes der früheren Operationen. Man konnte mit diesen Methoden nur sehr rasch, sehr kurze Operationen durchführen. Das Ganze hat funktioniert und der Chirurg war hoch erfreut und hat dann eben gerufen, Gentlemen, das ist eben kein Humbug, weil es gab die Jahre davor eine Versuchung, mit Lachgas sowas zu machen, es hat nicht funktioniert. In dem Fall hat es funktioniert und das gilt eigentlich, dieser Tag vor etwa gut 165 Jahren gilt als Geburtsstunde der Anästhesie. Ein Jahr später hat dann schon ein deutscher Chirurg in dem Fall ein Buch geschrieben, der Äther gegen den Schmerz, und schreibt, der schöne Traum, dass der Schmerz von uns genommen ist, zur Wirklichkeit geworden, der Schmerz, dieses höchste Bewusstwerden unserer irdischen Existenz, diese deutlichste Empfindung der Unvollkommenheit unseres Körpers, hat sich beugen müssen vor der Macht des menschlichen Geistes, vor der Macht des Ätherdunstes. 1847. Gut, ich habe am Anfang gesagt, am Anfang war, wenn man die Bibel zitiert, der Schmerz nicht gewollt. Nach der Vertreibung aus dem Paradies kann man dann eben in der Bibel lesen, zur sprach eben Gott, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst, unter Schmerzen gebierst du Kinder. Und dieses Bibelzitat hat eigentlich die Menschheit viele Jahrhunderte ganz stark beeinflusst in ihrem Verhalten zum Schmerz. Das heißt, es war einfach auch nicht Gott gewollt, dass man ohne Schmerzen eine Operation hat und schon gar nicht eine Geburt. Wir reden zwar heute von Operationen, trotzdem möchte ich das Thema Geburt bringen. Und es war dann der Königin Victoria von England, die hat dann das zum Durchbruch gebracht, weil eben auch ab 1847 wusste man, dass man mit Äther und Chloroform Geburtsschmerzen lindern kann. Es gab dann eine ganz harte Diskussion in der Bevölkerung, ob man das tun darf oder nicht. Das war einfach dann, da gab es moralisch-religiöse Bedenken und die Königin Victoria hat sich über diese Bedenken natürlich hinwegsetzen dürfen als Königin von England und die letzten zwei Kinder hat sie eben dann unter einer Chloroform-Tropfanästhesie gemacht. Das ist das zweite Narkosemittel, das zu dieser Zeit gefunden wurde. Und selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Verhältnis zu diesem Geburtsschmerz noch von diesen zwei Gegensätzen eigentlich geprägt. Das kann man nachlesen in einem Lehrbuch, wo der Herr Professor Bumm eben schreibt, es gibt einmal Frauen, die halten den Wehenschmerz aus, das sind also offensichtlich die Willensstarken. Und auf der anderen Seite des Gegenstücks sind diese überempfindlichen, nervösen, ängstlichen und willensschwachen Frauen, die beim geringsten Schmerz wehklagen. Und jetzt, fast 100 Jahre später, also gibt es immer noch Frauen, auch in Vorarlberg natürlich, wenn die starke Geburtsschmerzen haben, empfinden die das zum Teil als eine Schwäche, weil sie das nicht aushalten. Auf jeden Fall der Mythos der schmerzfreien Geburt. Es gibt natürlich Geburten, die von den Frauen als relativ schmerzfrei also beschrieben werden, aber 70% sagen, die Geburtsschmerzen sind stark oder sehr stark und 25% der Erstgebärenden sagen, dass die Geburtsschmerzen fürchterlich waren. Und der Herr Hug hat einmal gesagt bei einem Vortrag zum Thema Schmerz, dass es einer der größten Irrtümer unserer Zeit ist, dass wir glauben, wenn wir eben diese Geburtsschmerzen mit Medikamenten beeinflussen, dass dann die Geburt nicht mehr natürlich ablaufen kann. Das hat sich geändert, wobei man kann also mit verschiedensten Methoden Geburtsschmerzen behandeln. Der Goldstandard unter den Geburtshelfern und Anästhesisten ist diese sogenannte Periduralanästhesie. Der Primar Germann wird auf die Technik noch etwas genauer eingehen.
also wo man in Rückenmarksnähe einen Katheter platziert und eine geburtsarme Geburt machen kann. In den USA wird das bis zu 60 oder noch mehr Prozent von den Frauen gewünscht, in Frankreich zu 50%, in Deutschland etwa 30%, auch in Zürich, also in den Städten 45%, in Vorarlberg lediglich bei 7 bis 10%. Das heißt, hier ist es doch so, dass die meisten Frauen auf diese Methode nach wie vor verzichten wollen. Gut, zum nächsten Thema. Die Anästhesie heute, also da möchte ich das Wort an den Primar Garmann übergeben. So, also ebenfalls herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte Ihnen vielleicht über einen kurzen Abschnitt Ihres Lebens, das haben viele schon erlebt in der Narkose, ein bisschen näher was erzählen, wo man eigentlich, wenn man es eng betrachtet, sein Schicksal wirklich vertrauensvoll in die Hände anderer übergibt und in dieser Phase ohne Bewusstsein häufig etwas durchmacht, wovon man ausgeht, dass es heute eine hohe Sicherheit hat. Wir reden eigentlich ganz gern von einer Schmerztrias, von einer Trias, Narkose, Anästhesie, Trias, weil wir drei Dinge sehr stark beeinflussen. Wir wollen primär, das ist immer noch das höchste Ziel, und darum heißt auch der Begriff Anästhesie, eine Schmerzfreiheit erzielen. Also das ist eine Priorität, die für alle Narkosearten auch heute noch gilt, das ist das primäre Ziel. Es gibt viele Eingriffe, wo dann auch noch der Schlaf dazukommt. Das ist aber, der Schlaf ist in vielen Fällen nicht unbedingt zwingend erforderlich. Und es gibt auch Eingriffsarten, wo wir noch eine sogenannte Muskelentspannung brauchen. Das hat häufig Gründe von der Operationstechnik her, dass man hier eine völlige Beweglichkeit braucht, wo die Muskulatur ganz entspannt sein sollte. Es gibt aber auch Anästhesietechniken, die das notwendig machen. Kommen wir vielleicht zum wichtigsten Punkt. Anästhesie heute ist für mich auch nicht etwas, was nur Technik ist, Geräte, Medikamente, sondern was sich sehr, sehr stark geändert hat in diesen vielen Jahren seit 1846, ist das Team. Wir reden heute, wenn wir eine Anästhesie durchführen, eine Narkose, eigentlich in der Regel von sehr intensiv ausgebildeten Ärzten. Ich komme darauf noch ein bisschen zurück. Fachärzte für Anästhesie und Intensivmedizin. Wir reden immer aber auch von einem spezialisierten Pflegepersonal in diesem Bereich für Anästhesie und Intensivbehandlung. Und in der Regel ist es eine Arbeit, die man zu zweit erbringt. Vier Augen sehen mehr wie zwei. Und die Betreuungsphase hat sich natürlich weit ausgedehnt, nur über die reine Führung der Narkose, also intraoperativ, sondern wir sehen diese Patienten häufig sehr früh vor Operationen, machen eine Risikoeinschätzung und begleiten diese Patienten auch häufig über die Operationsphase hinaus, in den Aufwachraum, in die Intensivstation, in die Akutschmerztherapie etc. Und das immer in engem Abspann und Zusammenarbeit mit unseren chirurgischen Partnern mit dem Ziel, eben ein optimales Behandlungsergebnis zu erreichen. Schmerzausschaltung. Wo haben wir heute die Möglichkeit, Schmerzen auszuschalten? Wir haben immer noch sehr stark, vor allem im Bereich der Vollnarkose, machen wir die Schmerzausschaltung im Bereich des Gehirns. Wir haben aber auch zunehmend, und dieser Anteil wächst eigentlich kontinuierlich in den letzten Jahren, die Möglichkeiten, Schmerzen, zum Beispiel rückenmarksnah, die PDA wurde schon erwähnt, also die schmerzarme Geburt, weil dort ja in vielen Fällen eine sehr starke Schmerzverarbeitung schon erfolgt im Rückenmark. Wenn wir hier blockieren, haben wir ein potentes Mittel in der Hand, Schmerzen dort auf dem Weg zum Gehirn bereits zu blockieren. Oder, und das ist die dritte grundsätzliche Technik, die sogenannte Regionalanästhesie, wo einfach die Nervenbahnen, die eben dann die Schmerzleitung zum Rückenmark und dann zum Gehirn machen, auch schon vor Ort im Bereich der Nervenstränge zu unterbinden. Wie machen wir das? Im Gehirn haben wir eine Vielzahl von Substanzen heutzutage zur Verfügung, wobei wahrscheinlich immer noch die wichtigste die Gruppe der sogenannten Opiate ist. Sie kennen vielleicht das Morphium, eines der bekannten Opiate. Wir haben aber inzwischen eine Vielzahl von Medikamenten, die wesentlich besser sind im Hinblick auf Steuerbarkeit und auch auf auch der Wirkungsgrad. Es gibt Medikamente, die haben die hundertfache Wirkung von Morphium, sind aber so steuerbar, dass sie Minuten, nachdem man sie verabreicht hat, auch schon wieder ihre Wirkung verloren haben, wenn das von Vorteil ist. Rückenmarksnah verwenden wir in der Regel sogenannte lokale Betäubungsmittel, wie Sie sie vielleicht kennen vom Zahnarzt her. Die kann man dort sehr gut einsetzen, aber auch Opiate kann man rückenmarksnah einsetzen, weil sie dort sehr gut wirken. Und eben regional die lokalen Betäubungsmittel, die dort sehr oft zum Einsatz kommen. Sie kennen die örtliche Betäubung, das ist ein Punkt, der eigentlich in der Regel vom Operateur oder vom Zahnarzt selber gemacht wird. Das ist eine lokale Einspritzung, das kann eigentlich in vielen Fällen auch ohne Anästhesie erfolgen. Die regionale Anästhesie, also das, was in den letzten Jahren sicher sehr stark zugenommen hat, weil man viele Vorteile darin sieht, ist etwas, wo man eben im Bereich
der Nervenstränge hier, zum Beispiel im Bereich der Achselhöhle. Dann hat man eben Nervenstränge, daneben Gefäße. Und heute macht man das häufig so, dass man eben gezielt diese Nervenstränge aufsucht, zum Beispiel unterstützt mit Ultraschall. Es gibt auch sogenannte Nervenstimulatoren, dass man eben sehr punktgenau diese Nerven dort betäuben kann. Ein kleiner Film, wo Ihnen zeigt, hier haben Sie im Bereich der Achselhöhle in der Mitte diese Nerven. Und hier in dem Bereich wird jetzt lokales Betäubungsmittel eingespritzt und geht eigentlich dann ringsherum um diese drei Nerven hier und macht hier innerhalb kürzester Zeit eine völlige Betäubung dieser Nervenbahnen, die zum Arm oder zur Schulter führen. Also gut geeignet zum Beispiel für Handchirurgie oder Schulterchirurgie. Nun, die Regionalanästhesie nimmt eben sehr stark zu im Bereich der Chirurgie an den Beinen, an den Armen. Ein Beispiel ist die Knieprothetik. Also es werden heutzutage gerade bei älteren Patienten sehr viele prothetische Eingriffe durchgeführt. Dort ist es ein ideales Verfahren, wenn man zum Beispiel in der Nähe des Knies, im Bereich des Oberschenkels, die Nervenbahnen betäuben kann. Man kann dort auch Katheter liegen lassen und erreicht dadurch nicht nur während der Operation, sondern auch nach der Operation eine optimale Schmerzbekämpfung. Man weiß, dass das in vielen Fällen für die Mobilisierung dieser Patienten, dieser älteren Patienten, sehr, sehr vorteilhaft ist. Und die Patienten äußern auch in der Regel eine hohe Zufriedenheit, weil es eben vor Ort eine Schmerzbekämpfung ist, ohne Wirkungen, Nebenwirkungen im Bereich des Gehirns oder des allgemeinen Kreislaufsystems. Die Periduralanästhesie wurde vom Harry Spahr schon erwähnt. Für die schmerzarme Geburt ist aber inzwischen auch sehr häufig angewendet in Kombination mit einer Vollnarkose bei großen Eingriffen, zum Beispiel im Bauchraum oder in der Brusthöhle. Hier noch einmal ganz kurz schematisch dargestellt, weil man immer im volksmündlichen Sinne von einem Rückenmarkstich redet. Wir haben hier ein Schema, wo man hier in der Mitte dieses sogenannte Rückenmark sieht und dann eben zwei Schichten weiter draußen in der Nähe dieser Dornfortsätze, die man hinten tastet, ist dieser sogenannte Periduralraum. Und das ist ein lockerer Bindegewebsraum, da ist ein bisschen Fett drin, ein bisschen Blutgefäße und in dem Bereich werden diese lokalen Betäubungsmittel eingespritzt und die erlangen dann von dort aus eine Wirkung auf das Rückenmark und auf diese Nervenstränge, die vom Rückenmark wegführen, zum Beispiel eben zu den Beinen oder hier im Bereich, wenn man es da in Brustkorbhöhe macht, erreicht man hier eine Betäubung im Bereich des Brustkorbes oder weiter unten im Bereich des Bauchs oder Beckens. Das kann man also ganz genau an die Art der Chirurgie anpassen und ist sicher eine optimale Art der Schmerztherapie, sehr potent, sehr wirksam und auch dort sehr begünstigend für den Heilungsprozess. Der Schlaf. Wann ist der Schlaf notwendig oder sinnvoll? Es gibt sicher Eingriffe, die es erfordern automatisch. Wenn ich im Bereich des Kopfes oder des Halses operiere, geht das nur mit einer Vollnarkose, wo ich eben den Schlaf zwingend dazu brauche. Es gibt Eingriffe, wo ich eben auch eine Kontrolle brauche über die Atmung. Das heißt, das kann ich nur beim schlafenden Patienten erreichen. Zum Beispiel, wenn ich die Atemtätigkeit kurzfristig kontrollieren muss, weil ich im Bereich der Luftröhre zum Beispiel operiere. Es gibt auch viele Patienten, wo einfach der Wunsch da ist, aufgrund einer Stressabschirmung, ich möchte nämlich nichts bekommen, ich möchte tief schlafen, wo aus diesen Gründen der Schlaf sinnvoll ist und dem Patienten nützt. Und es gibt spezielle Lagerungen, wo ich einfach sage, das ist eine spezielle Bauchlagerung, wo es einfach für den Patienten, wenn das ein, zwei, drei Stunden dauert, einfach zu anstrengend ist, in dieser Phase wach zu sein. Die Schlaftiefe wird heute sehr viel besser überwacht, wie man das früher konnte. Früher war man sehr stark davon abhängig von einer Beurteilung mit dem Auge. Bewegt sich der Patient, schwitzt er, wie sind die Pupillen? In den letzten 30, 40 Jahren kann man natürlich auch indirekt über die Art der Kreislaufreaktion, Blutdruck, Herzfrequenz, indirekt darauf schließen, wie tief jemand schläft. Aber heute gibt es auch Methoden und Techniken, die zunehmend eingesetzt werden. Und das ist routinemäßig in Vorarlberg in vielen Fällen, wo man eben über eine Abnahme der Hirnströme direkt den Schlafzustand messen kann und umsetzen kann in die Schlaftiefe. Das ist eine typische Darstellung der Schlafphasen während einer Vollnarkose, wo man sieht, dass man in einer Einleitungsphase von einem Wachzustand, das ist hier einfach mit 100 beziffert, dann sehr rasch eigentlich einen sehr, sehr tiefen Schlafzustand erreicht und diesen Schlafzustand dann genau kontrolliert über die Dauer des Eingriffes und am Ende dann auch wieder sehr, sehr rasch dieses Aufwachen kontrollieren kann und durchführt.
Ein wichtiges Thema ist Sicherheit in der Anästhesie und Sicherheit für die Chirurgie. Wie der Kollege Spahr schon gesagt hat, ist ja der Anspruch auch der operativen Fächer und die Möglichkeiten, die man hat, immer größer geworden. Wir betreiben heute in einem Ausmaß Chirurgie bei alten Patienten, die viel invasiver ist, viel eingreifender ist in den Organismus, wie man das früher konnte. Und wir brauchen hier eine hohe Sicherheit. Die Grundprinzipien, die man heute hat, sind mehrfach. Das eine, das immer vorausgehen muss und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wo auch der Patient sehr stark mitarbeiten kann, ist eine Risikoabschätzung für den Patient. Abhängig vom Gesundheitszustand, Vorerkrankungen und der Art des Eingriffs macht man eine Risikoabschätzung. Was kann man diesem konkreten Patienten zumuten, was kann man ihm nicht zumuten? Dann kommt eben sehr stark die Überwachung, die Überwachungsmöglichkeiten während der Operation dazu oder auch eben Dinge, therapeutische Dinge, wie man eingreift, wenn etwas sich in eine falsche Richtung bewegt. Das Team, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir werden darauf noch kurz zu sprechen kommen. Die Aus- und Weiterbildung. Die Medizin ist ein Gebiet, das sich sicher sehr, sehr rasch, extrem rasch weiterentwickelt, wenn man hier nicht ständig am Ball bleibt für alle Betroffenen in dem Bereich und hier eine Aus- und Weiterbildung hat, dann ist es nicht möglich, auf einem hohen Sicherheitsstand zu bleiben. Qualitätssicherung gehört dazu und, wie schon vorher erwähnt, die postoperative Nachbetreuung. Vielleicht ganz kurz zur Risikoerfassung. In den letzten Jahren haben sich in vielen Spitälern, auch bei uns in Vorarlberg, die sogenannten Anästhesieambulanzen etabliert, weil sie für uns eine Möglichkeit darstellen, einen frühen Kontakt zum Patienten aufzubauen und in einer ambulanten Phase schon Dinge sozusagen noch einmal abzuklären, zu kontrollieren, zu verbessern, zu optimieren, die dann für den Patienten während des Aufenthaltes hohe Sicherheit behalten. Da muss man abwägen, wie ist der Leidensdruck, wie groß ist der Eingriff und der Gesundheitszustand des Patienten. Da können Sie als Patient mitwirken, indem Sie zum Beispiel Ihre Vorbefunde, die beim Hausarzt liegen, mitbringen, damit man einfach sozusagen einen guten Überblick hat in einer Ambulanz. Was war da vorher alles im Vorfeld? Wie schaut es mit dem Gesundheitszustand im Allgemeinen aus? Und eine offene Aufklärung gehört ganz sicher dazu. Die Überwachung während der Narkose hat sich in vielfältiger Weise entwickelt. Es ist immer noch aus meiner Sicht im Vordergrund die klinische Überwachung. Das heißt, die Anwesenheit des Anästhesisten und der Pflegeperson, die ein Auge auf den Patienten haben und eben reagieren können, wenn Dinge in eine bestimmte Richtung gehen. Daneben habe ich natürlich im Bereich der Geräteüberwachung enorme Fortschritte gesehen in den letzten Jahren. Also wir haben bestimmte ganz zwingende Grundüberwachungsarten. Es wird kontinuierlich das EKG überwacht, es wird ständig der Blutdruck überwacht, es wird die Sauerstoffbeladung des Blutes ständig überwacht. Wir haben, wenn wir jemanden beatmen, messen wir die Konzentrationen der Gase, die der Patient ein- und ausatmet, Sauerstoffgehalt, Kohlendioxidgehalt etc. Wir haben erweiterte Überwachungsmöglichkeiten, die wir anwenden können, wenn es eben besonders große Eingriffe sind, wenn es besonders kritische Patienten sind. Das geht, wie zum Beispiel in dem Fall hier, bis zur Überwachung der Herzfunktion, also eine Echokardiographie, die man fortlaufend während der Operation durchführen kann. Also diese Palette ist enorm groß und bietet viele, viele Möglichkeiten. De facto kann man sagen, dass man im Operationssaal eigentlich quasi eine Intensivtherapie machen kann, ähnlich wie auf einer Intensivstation, mit allen Möglichkeiten. Hier nur als Beispiel, man kann Blut, das verloren geht, direkt im OP wieder aufbereiten, waschen und den Patienten zurückführen. Man kann Blutverluste punktgenau ersetzen, man kann schauen, ob die Blutgerinnung optimal funktioniert, kann dort punktuell genau ersetzen. Also die Möglichkeiten sind sicher sehr, sehr groß geworden. Im Vordergrund steht aus meiner Sicht immer wieder das Team. Vier Augen sehen mehr wie zwei. Es gibt Phasen einer Operation und Narkose, wo es Sinn macht und notwendig ist, dass ein Arzt und eine Pflegeperson gleichzeitig vorhanden ist, zum Beispiel in der Ausleitung einer Narkose. Die Ausbildung dieser Leute ist sicher eine große inzwischen. Also zum Beispiel der typische Ausbildung eines Anästhesisten schaut so aus, dass er ein Medizinstudium absolviert, das dauert im guten Fall 6 Jahre, kann auch vielleicht ein bisschen länger sein, dass er danach eine spezialisierte Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin macht. Das sind wiederum 6 Jahre. Häufig haben diese Ärzte davor schon eine Ausbildung zum praktischen Arzt gemacht. Dann reden wir von einem Ausbildungszyklus von 15 Jahren. Auch die Pflege macht eine spezialisierte Ausbildung, diplomierte Gesundheitskrankenpflegeschule, 3 Jahre und hat in der Regel dann immer noch eine Zusatzausbildung über 2 Jahre im Bereich Anästhesie und Intensivpflege. Fortweiterbildung ist ein großes Thema. Alle unsere Krankenhäuser sind so organisiert, dass wir interne Fortbildungszyklen haben.
wöchentlich, oft auch häufiger, dass wir externe Fortbildungen haben. Die Krankenhäuser unterstützen das. Die Ärzte haben in der Regel im Jahr circa 5 bis 10 Tage speziellen Urlaub für Fortbildungszwecke, die sie auch nützen. Wir haben in den letzten Jahren, das ist etwas, was man aus der Luftfahrt gelernt hat, im Bereich der Simulation viel gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel ein Mitschnitt, der war letztes Wochenende, kurz in Vorarlberg heute. Im Notfall entscheiden oft Sekunden über Leben und Tod. Probleme in Notsituationen ist ein. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt, der einfach zeigen soll, dass man inzwischen durch Simulation Notfallabläufe sehr lebensnah simulieren kann. Das hat den Vorteil für die Teams, dass sie eben nicht dann, wann der Notfall auftritt, erst sozusagen lernen müssen, sondern dass sie im Vorfeld und fortlaufend Dinge simulieren können, die sie im Notfall nur gut beherrschen müssen. Das ist in der Regel Teamarbeit. Hier ist also nicht nur sozusagen die Technik und die Geräte gefordert, sondern eben sehr stark die Kommunikation zwischen den Leuten, die es betrifft, und ihre Fachkenntnisse. Und das ist sicher ein enormer Fortschritt, der hier in den letzten Jahren passiert ist. Unsere Krankenhäuser haben ein sogenanntes Critical Incident Reporting System. Da werden einfach systematisch sogenannte Beinahe-Fehler. Das heißt, jemand beobachtet auf der Arbeit, dass zum Beispiel ein Gerät eine bestimmte Schwachstelle hat, nicht optimal funktioniert. Da werden diese, aber es kommt zu keinem Schaden am Patienten, da werden diese Dinge systematisch, anonym, damit der Mitarbeiter auch geschützt ist, gemeldet und können dann aufgearbeitet werden und können integriert werden in den Alltag, dass diese Dinge dann eben vorbeugend nicht mehr passieren. Das ist etwas, was an allen Krankenhäusern in Vorarlberg etabliert ist und wo die Anästhesieabteilungen eigentlich durchgehend Vorreiterrolle hatten bei der Etablierung dieser Systeme. Ganz kurz zur Nachbetreuung. Die Nachbetreuung ist sicher abhängig vom Gesundheitszustand und der Art des Eingriffs. Wir haben einen bestimmten Anteil an Patienten. Wir reden jetzt hier zum Beispiel in Feldkirch von knapp 2%, das hängt auch ein bisschen ab von der Art des Krankenhauses, wo wir sagen, wir brauchen für diese Patienten eine spezialisierte Intensivbehandlung danach. Die ist in der Regel, und das ist im Vorarlberg durchgehend so, in der Hände eben von Anästhesisten und Intensivmedizinern und kann dort den Unterschiedszeitraum in Anspruch nehmen. Es gibt viele Patienten, die gehen über einen sogenannten Aufwachraum dann zurück auf die Normalstation. Auch dort gibt es eine Nachbetreuung durch Fachärzte für Anästhesie und durch diplomiertes Pflegepersonal in diesem Bereich. Es hat vor einigen Jahren einmal eine schöne Untersuchung gegeben, wo man gesagt hat, was sind denn so die typischen Ängste von Patienten vor einer Narkose? Und diese 5 Antworten waren eigentlich die stärksten Antworten. Das ist einmal die Angst, wache ich nicht mehr auf, wache ich zu früh auf, Übelkeit und Erbrechen, Schmerzen nach Eingriffen und sind meine geistigen Fähigkeiten unverändert nach dem Eingriff. Zum nicht mehr aufwachen, ein paar ganz kurze Zahlen. 1980 war es so, dass wir von einer Zahl von ca. 1 auf 10.000 Fälle reden, wo es vermeidbare anästhesiebedingte Todesfälle gab. Heute reden wir, und das ist jetzt 2005, von 1 zu 100.000. Also die Sicherheit hat sich in diesen 25 Jahren verzehnfacht. Das ist eine Entwicklung, die durch Verbesserung der Technik, durch Verbesserung der Ausbildung, der Teamstruktur erreicht wurde. Man kann es nicht gleichsetzen mit der Sterblichkeit um eine Operation herum. Als Beispiel, wenn jemand einen schweren Verkehrsunfall hat und lebend ein Krankenhaus erreicht und es kommt dann im Verlauf zu einer Situation, wo eben diese Vitalfunktionen nicht mehr haltbar sind und der Patient verstirbt, dann reden wir ja nicht von einem sozusagen von einem vermeidbaren Todesfall, sondern in der Regel reden wir von einem schicksalshaften Verlauf, den man nicht als Anästhesie bedingt deklarieren kann. Und dort ist es natürlich sicher so, wir haben sehr, sehr kranke Patienten. Wir haben schwierigste Eingriffe. Ich sage jetzt im Extremfall zum Beispiel eine Transplantation oder einen Eingriff am offenen Herzen, wo natürlich die Sterblichkeitsraten höher liegen. Also diese Zahlen muss man auseinanderhalten. Wenn man den Vergleich wagt, und es ist immer nur ein Vergleich, der natürlich in manchen Dingen hinkt, das ist die aktuelle Verkehrstotenstatistik in Vorarlberg 2009. Wir hatten hier 29 Todesfälle. Dann ist das Risiko, als Vorarlberger einen tödlichen Verkehrsunfall in diesem Jahr zu erleiden, 1 zu 14.000, wenn man aus der Bevölkerung das ummünzt. Das Risiko eines Anästhesie-Zwischenfalls tödlich ist 1 zu 100.000, aber hier ungefähr eine Relation hat, wie diese Risiken sich verstehen. Man kann auch vielleicht nochmal diese Zahl an die Wand werfen. Wir haben im Jahr, also in Vorarlberg, ungefähr 33.000 Eingriffe mit Narkosen. Also reden wir von einer sehr großen Anzahl
an solchen Eingriffen. Wache ich zu früh auf, ist eine in den letzten Jahren immer wieder berechtigt gestellte Frage. Das ist noch einmal das alte Bild aus dem Jahr 1846. Ist auch damals so gewesen, dass dieser Patient dann berichtet hat, dass er bestimmte Dinge wach miterlebt hat in dieser Phase der Operation am Hals. Das war also der erste Bericht der sogenannten Awareness, im Englischen nennt man das so. Das war früher, relativ häufig, früher ist das Jahr 1960, dann hat man gesprochen von circa einem von 100 Patienten. Also bei der 100. Narkose gibt es Hinweise für eine sogenannte Wachheitsreaktion. Heute ist das sehr selten. Es gibt ungefähr 1 bis 2 von 1000 Patienten, die danach ein bewusstes Wacherleben haben, das aber in der Regel nicht mit Schmerz verbunden ist. Das kommt sicher auch daher, dass man ja heute sehr getrennt steuert, den Schlafzustand und die Schmerzbekämpfung. Also das ist ja nicht in der Regel ein Paket, sondern man kann es getrennt steuern. Eine Frage, die in den letzten Jahren immer stärker auch gestellt wird, ist die, sind meine geistigen Fähigkeiten unverändert nach dem Eingriff? Und hier muss man ganz klar dazu sagen, dass wenn man ganz spezifische Tests macht, sogenannte neurokognitive Tests, wo man Patienten also ganz genau Gedächtnisfunktionen abfragt, Konzentrationstests macht, Aufnahmefähigkeit, Informationsverarbeitung, dann muss man feststellen, dass bei den über 70-Jährigen in circa 10% nach Operationen mit Narkose, das ist ein Paket, das kann man nicht auseinanderdividieren, gewisse Einschränkungen da sind, die teilweise auch bleiben. Ich denke, alle von Ihnen oder einige von Ihnen kennen in ihrem Umfeld ältere Patienten, die natürlich dieses Problem hatten. Man muss sagen, dass diese Testveränderungen nur teilweise spürbar sind im täglichen Leben, aber doch auch teilweise spürbar. Und dass man inzwischen auch weiß, dass es bestimmte Risikofaktoren dafür gibt. Und Risikofaktoren sind eben ganz dominant das Alter. Je älter, desto häufiger ist das. Interessanterweise der Bildungszustand. Je gebildeter, desto weniger. Die Aktivität im Leben. Je höher die Lebensaktivität ist, desto seltener ist das. Und eben frühere zerebrale Ereignisse, das heißt ein früherer Schlaganfall zum Beispiel, ist etwas, wo ein hohes Risiko für sowas darstellt. Ebenso relevant, aber nicht in dem Ausmaß, ist eben der aktuelle Gesundheitszustand, die Art des Eingriffs, wie lange jemand im Krankenhaus ist und einige andere Dinge auch noch. Es ist sicher so, dass man hier sagt, das Gehirn ist plastisch, ist veränderbar, anpassbar. Je älter man wird, desto weniger ist das. Und diese Art des Eingriffs und die Narkose, alles zusammen, ist ein Eingriff in die Veränderbarkeit des Gehirns. Schmerzen nach Eingriffen. Schmerzen sind in der Regel sehr gut beherrschbar. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Schmerzen nach Eingriffen vollständig vermeidbar sind. Das ist auch nicht die Zielsetzung, die wir derzeit erreichen können. Aber wir können sie sehr stark lindern. Zum Verständnis muss man dazu sagen, dass wir in der Regel eine Organisation der postoperativen Schmerztherapie haben in unseren Krankenhäusern. Wir machen es in der Regel so, dass wenn wir sehr starke Schmerzen erwarten, ich rede jetzt zum Beispiel von einer Knieprothese oder einem großen Baucheingriff, dann gehen diese Patienten ganz geplant in eine Betreuung durch einen Akutschmerzdienst der Anästhesie über. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Wenn die Schmerzen, die zu erwarten sind, leichter sind, dann werden in der Regel postoperativ auf der Normalstation durch das Personal, durch die Ärzte und die Pflegepersonen dort normal behandelt. Wenn jemand in den Akutschmerzdienst geht und dort behandelt wird, dann verwenden wir in der Regel sogenannte Schmerzpumpen, die einige von Ihnen wahrscheinlich kennen. Das sind Pumpen, die programmierbar sind, die vom Patienten selber steuerbar sind, durch einen Druckknopf, wo er sich quasi selber nach Bedarf eine bestimmte Menge an Schmerzmittel verabreichen kann. Man kann diese Schmerzmittel dann über die Vene geben, dann wirken sie eben im Gehirn. Man kann sie rückenmarksnah gehen über eine Periduralanalgesie, dann wirken sie rückenmarksnah. Man kann sie auch peripher im Rahmen dieser Regionalanästhesie geben. Der große Vorteil ist, der Patient kann es zum größten Teil selber kontrollieren, hat aber trotzdem eine hohe Sicherheit über diese Methode. Die Patienten erholen sich in der Regel sehr rasch und können früher mobilisiert werden, als wie ohne solche Schmerzpumpen. Übelkeit und Erbrechen, da bin ich fast am Ende. Ein bekanntes, altes Problem von Narkosen. Auch da wissen wir heute, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt. Die Frauen sind hier in der Regel etwas empfindlicher wie die Männer. Die Nichtraucher sind weniger empfindlich. Das ist der einzige, aus meiner Sicht, nachgewiesene medizinische Vorteil des Rauchens.
Bestimmte Narkoseformen sind hier nachteilig, die begünstigen das. Bestimmte Schmerzmittel, Opiate, begünstigen das. Und eben Patienten, bei denen das schon bekannt ist, die zum Beispiel auch Reisekrankheit haben, dort ist es häufiger als wie bei anderen Patienten. Unbehandelt ist es relativ häufig, 20-30%. Man kann es allerdings sehr effektiv beeinflussen durch zum Beispiel die Wahl der Narkoseart oder eben durch bestimmte Medikamente, die hier das drosseln oder einbremsen. Jetzt möchte ich noch an den Kollegen Spanner mal übergehen, der ein bisschen was über die Zukunft, die Herausforderungen der Zukunft sagt. Vielen Dank, Reinhard. Jetzt im letzten Drittel unseres gemeinsamen Vortrages möchte ich Sie noch auf ein paar Herausforderungen der Zukunft hinweisen und aktuelle Entwicklungen aus der Anästhesie. Also die größte Herausforderung der Zukunft ist auf jeden Fall der sogenannte alte chirurgische Patient, also ältere Patienten, die sich einer Operation unterziehen müssen. Derzeit in Vorarlberg sind etwa 15% der Bevölkerung älter als 65 Jahre, aber bereits ein Viertel dieser aller Einwohner von Vorarlberg, also aller Patienten, die operiert werden, sind über 65 Jahre. Und der Anteil der Patienten, der alten Patienten, die operiert wird, wird sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Das heißt, von allen Patienten, die wir von jetzt abgesehen in 30 Jahren operieren, sind 50% wahrscheinlich über 65 Jahre alt. Und das heißt, es sind einfach Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Alter als alleiniger Faktor ist heutzutage kein besonderer Risikofaktor, eine Operation gut zu überstehen. Ich kann mich allerdings noch erinnern, in meiner Ausbildung als junger Turnusarzt, vor etwa vor mehr als 25 Jahren, habe ich es noch erlebt, dass man gesagt hat, ja, den Patienten, den kann man nicht mehr operieren, der ist schon 70 oder 75 Jahre alt. Das sind Dinge, die man heute nicht mehr hört. Ältere Patienten haben generell einfach häufiger Komplikationen in der Phase nach der Operation, die man zum Teil einfach dadurch vermeiden kann, dass man auf diese Patienten besonders gut aufpasst. Nun, wie vermeidet man Komplikationen nach Operationen bei älteren Patienten? Das fängt eben dort an, wie der Primar Geimann das schon geschildert hat, eben in einer genauen Untersuchung dieser Patienten vor der Operation, um etwaige Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und den Gesundheitszustand, wo es möglich ist, schon vor der Operation zu verbessern und für diese Patienten eben das am besten geeignete Anästhesieverfahren auszuwählen. Die Dame, die dann unter dem Bild abgebildet ist, die hatte eine große Dickdarmoperation hinter sich. Auch in dem Bereich, gerade in dem Bereich, hat sich die letzten Jahre sehr viel geändert. War man in der Vergangenheit bemüht, die Patienten möglichst lang im Bett zu halten und ja nicht aufstehen und ja nichts essen, dass wir Patienten auch vor der Operation bei solch großen Darmeingriffen tagelang mussten, die Abführmittel trinken. Diese Dinge, da gab es ein großes Umdenken. Heute macht man das weniger, also die Patienten werden weniger lang, weniger intensiv abgeführt. Man achtet darauf, dass die möglichst lange bis zur Operation hin ihr normales Leben führen und schaut auch, dass die Zeit nach der Operation, wo das normale Leben beeinträchtigt ist, möglichst kurz ist. Das erreicht man eben dadurch, dass man bei diesen Patienten eine konsequente Schmerztherapie macht, zum Beispiel auch unter Anwendung dieser Schmerzkatheter, die man im Bereich des Rückens einführt, dass man ältere Patienten, wo es notwendig ist, auch die ersten Tage auf die Intensivstation übernimmt, um eben Komplikationen zu vermeiden. Und eines der ganz wichtigsten Punkte, dass man diese Patienten möglichst früh wieder aus dem Bett herausbringt. Das kann man eben dadurch erzielen, wenn die Schmerztherapie gut ist, dann kann dieser Patient auch mit einer großen Bauchwunde ohne Probleme aufstehen und kann eben mobilisiert werden, kann wieder herumgehen. Und da hat man eben die letzten Jahre gelernt, dass das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist, auch ältere Patienten, sehr betagte Patienten, bei diesen Patienten große Operationen mit einem sehr guten Erfolg durchzuführen. Wenn wir noch einmal auf diese Dreiheit der Anästhesie zurückgehen, also Schlaf, Schmerzfreiheit und Muskelentspannung, dieses Wort Muskelentspannung, auf das möchte ich eingehen. Also es gibt eben Operationen, wo unsere willkürliche Skelettmuskulatur ganz gut entspannt sein muss. Beispielsweise, wenn eine Hüftprothese operiert wird, da muss ja der Operateur dann eben probieren, dass die richtige Prothese eingebaut ist, dass die Länge von der Prothese passt. Und da ist er darauf angewiesen, wenn er das eben ausprobiert, dass der Patient da nicht dagegen spannt. Nur dann ist es möglich, dass er wirklich eine ganz optimale Prothese auswählt.
Deswegen möchte ich jetzt auf den Blick auf etwas lenken, das man normalerweise als Patient natürlich nicht mitbekommt, dass Narkoseärzte fallweise muskellähmende Medikamente nehmen. Diese nennt man eben Muskelrelaxantien und letztendlich sind das Weiterentwicklungen des Pfeilgiftes Curare, das eben von den Indios im Amazonasgebiet oder auch sonst in Südamerika verwendet wurden. Curare, das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pfeilgifte, die man aus Pflanzen gewinnen kann. Hier ist einer dieser Pflanzen eben dargestellt, aus der man ein Curare-Gift gewinnen kann. Man kann allerdings solche Pfeilgifte auch aus zum Beispiel Pfeilgiftfröschen aus der Haut gewinnen. Auf jeden Fall, diese Medikamente lähmen also die Skelettmuskulatur und erleichtern einmal die künstliche Beatmung, aber sie verbessern auch die Operationsbedingungen bei bestimmten chirurgischen Eingriffen. Unser Ziel als Anästhesist muss es allerdings sein, dass Sie am Ende der Operation natürlich nicht mehr durch diese Medikamente beeinträchtigt sind. Heute ist es möglich, dass man die Wirkung dieser Medikamente ganz gut messen kann. Sie sehen hier zwischen Daumen und Zeigefinger eingespannt ist so ein graues Teil. Und unten, da geht ein Kabel an den Unterarm mit zwei so Elektroden. Dort in dem Bereich liegt eben ein Nerv. Dieser Nerv wird mit feinen Stromstößen gereizt. Und wenn der Patient kein muskellähmendes Medikament hat, dann sieht man hier ein Zucken zwischen Daumen und Zeigefinger. Das kann man messen, wenn man dann diese muskellähmenden Medikamente spritzt. Dann ist sozusagen diese Muskelaktivität ausgelöscht. Und am Ende der Operation kann der Narkosearzt ganz genau feststellen, wie weit hat sich diese Muskellähmung erholt, weil diese Medikamente werden vom Körper einfach in einer gewissen Zeit abgebaut. Das heißt, wenn ich lange genug warte, dann ist die Muskelkraft natürlich wieder völlig da. Aber die Operationszeit ist natürlich unterschiedlich lang. Und am Ende der Operation können wir eben heute durch gezielt die Muskelkraft vollständig wiederherstellen. Dazu muss man sagen, dass jetzt gerade die Vorarlberger Krankenhäuser und Anästhesieabteilungen hier gegenüber anderen Abteilungen in Österreich sehr fortschrittlich sind, weil diese Überwachungsmethoden eigentlich an allen Krankenhäusern etabliert sind und den Patienten eine große Sicherheit auch geben. Jetzt das Gegengift zu diesen muskellähmenden Medikamenten, die man in der Narkose erstmals 1942 angewandt hat, da gibt es Gegenmittel auch seither, die wirken ganz gut. Allerdings war es wieder einmal ein Zufall, der dazu geführt hat, dass man ein ganz besonderes, viel besseres Gegenmittel entdeckt hat. Die ersten Untersuchungen bei Patienten in Europa begannen im Jahre 2002. Also auch in Innsbruck und ein Jahr später ist dann die Frankfurter Allgemeine auf diese Untersuchungen aufmerksam geworden und hat dann diesen netten Begriff geprägt, Zuckerringe nach der Narkose, dass man mit Zuckerringen eben diese Muskellähmung aufheben kann. Das geschieht dadurch, Sie sehen rechts so eine ringförmige Struktur dargestellt, das sind ganz, ganz winzig kleine Moleküle, die lediglich aus 8 Traubenzuckermolekülen zusammengesetzt sind, die einen kleinen Ring bilden. Und was passiert? Diese Zuckerringe schlucken sozusagen das muskellähmende Medikament, das hier dargestellt ist als dieser grüne Zylinder, ist also eines dieser muskellähmenden Medikamente. Und rechts sehen Sie diesen Zuckerring, wobei man dann bei der endgültigen Entwicklung des Medikamentes an den Ring noch Seitenarme dran gebastelt hat. Und sobald sich dieses Medikament in den Zuckerring verfängt, ist es also gefangen und damit ist die Wirkung von diesem muskellähmenden Medikament aufgehoben. Warum uns das Medikament auch besonders interessiert in Vorarlberg ist es, dass wir eigentlich in Feldkirch und in Dornbirn, was also untypisch ist für ein Medikament, das sonst nur an großen Kliniken untersucht wird, aber einige Zufälle haben dazu geführt, dass einige dieser Untersuchungen bei Patienten eben auch in Feldkirch und Dornbirn durchgeführt werden konnten. Allerdings natürlich unter strengsten Auflagen, nicht so wie vor 160 Jahren, dass einer sagt, ja, da geben wir mal das Medikament. Da waren natürlich die Patienten alle informiert mit Einverständnis der Ethikkommissionen und natürlich dem Einverständnis der Patienten. Das Medikament wurde eben vor einem Jahr in Europa und erst vor wenigen Tagen in Japan zugelassen und ich kann damit also eine komplette Muskellähmung innerhalb von 1 bis 2 Minuten aufheben, was bisher nicht möglich war. Das heißt, wir haben mit diesem eigentlich nebenwirkungsarmen Medikament nochmal etwas in die Hand bekommen, wo wir am Ende der Operation für noch mehr Sicherheit für die Patienten sorgen können. Ein letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, eine Herausforderung oder eine aktuelle Entwicklung, die der, der,
die wir auch mit großer Freude betrachten, ist, dass eben das sogenannte ambulante Operieren oder die sogenannte Tageschirurgie, dass das stark im Zunehmen ist. Auch das ist eigentlich möglich geworden, nur durch die Fortschritte in der Chirurgie, also Stichwort zum Beispiel Knopflochchirurgie, und dadurch, dass wir eben moderne, kurzwirksame, sehr gut steuerbare Narkosemittel haben und auch eine große Palette an Schmerzmedikamenten, die wir den Patienten gezielt verabreichen können. Dieses ambulante Operieren ist grundsätzlich auch für Patienten aller Altersgruppen geeignet und es wird an allen Krankenhäusern des Landes Vorarlberg angeboten. Hier zum Beispiel ein Bild aus der Tageschirurgie in Dornbirn. Und wenn man da eben sieht, da diese Schale mit den Orangen, das ist nicht nur hingestellt, um den Patienten sozusagen zu ärgern. Früher war es ja doch noch früher, und ich sage vor wenigen Jahren, war es so, dass man nach der Narkose stundenlang einen halben Tag gewartet hat, bis der Patient einmal endlich was zum Essen bekommt. Auch das hat sich geändert, dass die Patienten kommen aus dem Operationssaal. Sobald er sagt, ich habe Hunger, bekommt er auch was zu essen. Und bei dem ambulanten Operieren kommt er in der Früh ins Krankenhaus und kann dieses nach der Operation das Krankenhaus in wenigen Stunden wieder verlassen. Wo ist das ambulante Operieren von großem Vorteil? Ein gutes Beispiel ist die Operation des Grauen Stars. Das hat noch vor wenigen Jahren, waren Patienten 6 Tage stationär, 7 Tage stationär. Das ist dann vor 2, 3 bis 4 Jahren auf etwa 3, 4 Tage zurückgegangen. Jetzt ist es so, das sind meistens auch sehr betagte Patienten. Die kommen in der Früh und gehen zum Mittag nach der Operation wieder nach Hause. Der Vorteil für den Patienten ist, dass er eben aus seinem gewohnten Leben nur kurzfristig herausgerissen wird und das eigentlich sehr gut verträgt und sehr gut mitmacht. Andere Operationen sind Kniegelenkspiegelungen, kleine Brüche, Rachenmandeln oder Krampfadernoperationen. In Dornbirn beispielsweise hatten wir letztes Jahr etwa 1600 Patienten von unseren insgesamt 6500 Patienten, die operiert werden. Das heißt, ein Viertel der Operationen, die durchgeführt werden, können in etwa tageschirurgisch durchgeführt werden. Vor allem sind das eben Patienten aus den Fachgebieten der Unfallchirurgie, der Orthopädie, Augenheilkunde, Frauenheilkunde und der Chirurgie. Das heißt, wenn man jetzt das zusammenfasst, unseren Vortrag, schmerzfrei durch moderne Narkoseverfahren, ich denke, wir konnten Ihnen gut zeigen, dass eine weitgehende Schmerzfreiheit durch die Vielzahl an Möglichkeiten, die wir Ihnen heute anbieten können, möglich ist. Und inzwischen kann man sagen, dass wir ein sehr hohes Maß an Sicherheit anbieten können für Operationen, und zwar sowohl bei unseren kleinsten Patienten, den Kindern, als auch bei den betagten Patienten. Und mit diesem Statement möchte ich den Vortrag schließen. Mich bedanken für die Aufmerksamkeit und wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Applaus